Du mach mal. Nee, nee, nicht rasten. Du mach mal Zauber. Flüsternde Schatten. Musst nicht so schreien, das war flüstern, Talana. Du machst Hellsicht. Oh, hey. Warum machst du die Tür zu? Oh. Klick. Das war komisch. Und die hauen uns in die Seite. Nee, noch nicht, okay. Eis. Feuer. Schieß. So, jetzt hau bitte den da zuerst. Hauen. Hauen. Eis. Feuer. Oh, gleich der nächste. Hallo. Piu, 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 piu. Oh, das kleine Fitzelchen. So, weg mit dir. Plus 4 Gold. Ich kann mich nicht bewegen. Ist da noch einer? Oh, hallo. Piu, 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 piu. Aha, 143. Und ein kleiner Lebenstrank. Also man kriegt jetzt anscheinend nicht immer die besseren Tränke. Man hat nur die Chance, sie zu bekommen. Oder es war nur von dem Hauptmann großer und sonst von den normalen kleiner. Oh, da können wir durch, okay. Ist hier drin irgendwas? Nee. Nichts, ein verdächtiges Fass. Oh! Eine Elite-Mondseidenspinne. Du bist keine Eliten-Mondseidenspinne. Oh, und er hält ziemlich was aus. Hauen, hauen, Rüstung. Feuer. Hauen, Spotten, Zaubertrank, Zaubertrank. Wow, okay. Hauen, hauen. Heilung. Feuer. Glück gehabt. Weg und weg mit dir. 43 Gold für so einen Eliten-Mondseiden-Goblin. Aber leider keine besondere Ausrüstung. Trotzdem interessanter Zwischenfall. Hier irgendwas von Relevanz? Nein. Was ist bei dir kaputt? Der Handschuh, den du gerade geschenkt bekommen hast. Ja, so schnell geht das. Schlafen oder Tränke? Na komm, schlafen wir mal. Weil schlafen, wir kriegen 6 Essen für 60 Gold. Also einmal schlafen sind 10 Gold. Und ein einziger Trank sind 20 Gold. Also ist Schlafen eigentlich effektiver. Na, komisch laufende Milizen. Warten. 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 Aha, ihr seid Krabbenmilizionäre. Jetzt habe ich's. Hauen, hauen. Eis, Feuer. Zeug. Du spott mal so diese Typen. Du mach den einmal weg. Achso, sie ist K.O. Wie viele Runden bist du K.O.? 0 Runden lang betäubt. Yeah. Du spott nochmal den. Rest haut auf. Den da. Au. Ist auch K.O. Eine Runde lang betäubt. Weg mit dir. Schützt die Gruppe. Schlägt einfach so auf eine K.O. Dame ein. Geht ja mal gar nicht. Hauen. Zauberdank. Brennen. Garstiger Typ. So, eine Sackgasse. Das ist die Sackgasse von der anderen Seite. Mönchsandalen. Oh, das ist die nächste Stufe von Ausrüstung. Und das sind die Dinger, die sie auch eigentlich anhat? Nee, die sehen eher so aus. Können trotzdem weg, ja? Ja, genau, das sind heilige Sandalen. Die leveln hoch und all so ein Gedöns. Das bleibt schön hier.
Genau, Sackgasse geht also nur hier weiter. Ich habe das Gefühl, hier kommt gleich irgendwo eine Falle. Weiß auch nicht. They're flanking us. Oh. That hurt. Oh, 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 oh. Ein Elite-Räuber. Da kommen gleich auch noch zwei. Du. Gegengift. Du Spott. Du. Nicht das da. Heil die Gruppe. Oh ja. So, Miliz, Miliz. Geh mal. Wir dürfen nicht weggehen, okay. Du. Hau. Du Spott. Du. Schutz. Und Feuer. Geh rüber, das betäubt. Davor schützt der Schild nämlich nicht. Hauen. Trank. Feuer. Und umdrehen. Warum bist du schon wieder auf den Beinen? Das ging schnell. Der nächste da hinten. Ist das schon eine Elite? Ich glaube, die so leicht grünlichen waren Elite. Hau. Eis. Trank. Hau. Hau. Eis. Hau. Ich will nicht den Feuerball bei so einem angeschlagenen Typen verbraten. Du, Feuer auf den. Genau, du, hau. Komm schon. So. Was bist du für einer? Du bist ein Elite-Räuber. Schießen. Schießen. Feuer schießen. Zoink. 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 Gib ihm. Taka, 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 taka. Au. Stufenanstieg. Du. Wollten wir bei dir irgendwas beachten? Gerogon aus der Vergangenheit, sprich jetzt oder schweige für immer. Ich glaube nicht, wir wollten, glaube ich, einfach nur Feuer hochbringen. Mystik wäre eigentlich ganz schick, aber haben wir noch keinen Expertenrang. Gegen euch gewirkte Feuerzauber werden weitere 15 Widerstand gegen Feuermagie des Ziels ignoriert. Also gegen von euch gewirkte, ja. Ja, gib ihm. Vitalität, Geist, Magie, Magie. Und sie hat jetzt halt zur ersten Stufe Aufstieg bekommen, weil sie ja doch recht häufig einen Gegner niederstreckt. Sie macht halt am meisten Schaden. Oh, kleine Tränke. Apropos kleine Tränke, schlafen, so wie wir angesagt haben. Schlafen. 8 Stunden lang gerastet. Und die Tür können wir gar nicht aufmachen. Tür scheint von woanders gesteuert zu werden. Tür scheint von woanders gesteuert zu werden. Wo ist woanders? Es gab keinen anderen Weg. Obwohl doch, hier war ein Schalter. Ich bin davon ausgegangen, dass er die Tür aufgemacht hat. Ich spreche nochmal ganz kurz die beiden Zaubern. Also einmal das schreiende Schattending. Genau. Und einmal Hellsicht. Und guck mich hier mal ein wenig um, ob vielleicht doch noch irgendwo ein Schalter ist. Da unten? Nö. Nö, nix. Gut, na gut, dann gehen wir ganz zurück zum Eingang und hoffen, dass auf der westlichen Seite jetzt doch hier eine Tür aufgegangen ist. Obwohl ich eher davon ausgehe, dass die Tür ein Ausgang ist, den man später freischaltet. Also sobald man quasi hiermit fertig ist, dass man dann da wieder zurück kann. So, Eingang. Nö, Tür ist offen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Klick. Hallo. Wir konnten mal einen Kampf anfangen. Sehr schön.
Normalerweise werden wir immer überrascht. Oh, da sind noch zwei Freunde. Hallo. Eis. Feuer. Wow. Wow, wow, wow. Talana ist... Wow. Aha. Weg. Okay. Weg. So. Das ist echt krass mit ihr jetzt gerade. Du kriegst alles auf Vitalität. Bestätigen. Und du kriegst hier kritische Schaden vermindert sich um 15%. Vermindert den Angriffswertabzug um 16%. Ja, ist ja schön und gut, dass man dadurch weniger Angriffsverluste hat, aber ich hätte eigentlich Ich hätte eigentlich gerne lieber einen Skill, der mich defensiver macht, wenn ich schwere Rüstung trainiere. Aber dann sollte ich wohl eher auf Ausdauer gehen. Und vielleicht einmal ausweichen, hochskillen. Steigert um 1%, das ist nicht viel. Steigert Lebenskraft um 10%. Hat aber noch irgendwas? Ja, das ist aggressiv. Also Ausdauer. Ausdauer, 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 Ausdauer. Bestätigen. Irgendwas zum Mitgehen lassen. Dunkelrote Flüssigkeit. Ich glaube, das ist Stärke. Oder Feuerresistenz. Ein Macht. Ja, okay. Macht ist Stärke. Passt schon. Gut, gut. Also das normale Dunkelzeug ist halt Attribute, das Pulsierende war Resistenzen. Ich versuche hier immer noch dann Muster zu finden. Aber ich glaube, so war's. Ein Magier-Amulett, das sieht schick aus. Vor allem schön, dass mal andere Arten von Gegenständen reinkommen. Also nicht nur dieser einfache Ring, sondern jetzt auch der geflügelte Ring. Und nicht nur das Augen-Amulett, sondern das da. Je mehr Beute und je mehr verschiedene Ausrüstung, desto besser. Zumal ich auch hoffe, dass wir die später verzaubern können. Gesundheit. Piu, piu, alles abgewehrt. Das nicht. Und das bestimmt auch nicht. Uff. Ich hau ich zu Klump. Oh, du bist eine Elite. Zoing. Stufenanstieg. Elfe. Ich sag jetzt nur noch Elfe, ich sag nicht mehr Jallon und Mürren. Ich verwirr das immer zwischen den Let's Plays. Wow. Gegen Gift. Ja. Und Zoink. Du gegen Gift. Du Zaubertrank. Du schießt. Du kannst nichts machen. Zoink, du bist kaputt. Du gegen Gift. Und dadurch, dass sie gegen Gift schluckt, ne? Kann sie nicht zaubern. Dadurch verzögert sich das Ganze wieder um eine Runde. Ich glaube, wir werden hier echt auseinandergenommen. Haha, Feuer. Weg mit dir. Ülalü. Schlafenszeit, hm? Gefahrenanzeige sagt nichts. Okay, schlafen. Da kam von der anderen Seite nicht ran. Okay, verständlicherweise. Da ist der Schalter für die Tür. Und da ist ein Schalter für die andere Tür. Ja. Das kennt man doch bei Dungeons. Dass an der einen Ecke ein Gegenstand ist, den man drücken muss, dann muss man auf die ganz andere Seite laufen. Wir haben ja Zeit. Wir haben zwar nur für 2 Tage Proviant, aber das passt schon. 9 schwache Zaubertränke. Oh, Gegner. Wo kommt ihr denn her? Great. I needed to hit something. Ihr wart vorher nicht da. Ihr seid ganz schön viele. Talana, mach mal weg. Husch. So. Hey, wir das umkippen müssen. Du. Hau. Du. Hau.
Eis. Feuer. Ich glaube, ich lasse das Gift durchticken. Dafür mache ich lieber ein bisschen mehr Schaden. So, so. Kann ich irgendjemand anderem Talana den Gegengifttrank geben, während sie Feuerzauber spricht? Das wäre irgendwie am effektivsten. So, Elfe zum Beispiel. Die macht ja nun fast gar nichts. Du, Gegengift. Stufenaufstieg für die Elfe. Du. Vitalität, Geist. Magie, Magie. Fertigkeiten. So, was solltest du bekommen? Könntest Erdmagie steigern, könntest Mystik steigern, könntest Ausdauer steigern oder Lichtmagie. Wir haben noch keinen Erdangriffszauber. Wassermagie können wir nicht steigern, weil wir noch keinen Expertenrang haben. Dünnhalt. Sie kann nur Lichtmeister werden, kein Großmeister. Na komm, Mystik. Mehr Zauberpunkte sind immer gut. So, bestätigen. Und du, was wolltest du steigern? Zwei Waffen würdest du gerne, aber kannst du nicht. Schwere Rüstung ausgleichen wäre eigentlich ganz schick. Vermindere den Angriffswertabzug um 2. Hat er überhaupt noch irgendeinen Angriffswertabzug? Oh, minus 6. Ja, okay. Ich finde es sehr komisch, dass der Söldner anscheinend leichte Rüstung benutzen soll und dann hier so eine schwere Rüstung abgebildet hat. Der ist sogar besser geschützt als der Zwerg. Der Zwerg hat hier Stoffelemente mit drin. Eher nicht. Also der mit der leichten Rüstung, die Klasse, ist besser gepanzert als die Klasse, die definitiv eigentlich schwerer gepanzert sein soll. Optisch es aber nicht ist. Grummel, grummel, grummel. Na gut, wir legen uns jetzt fest, beziehungsweise ich lege mich jetzt fest und sage, Gerugon bekommt nur leichte Rüstung. Mal gucken, wann mir das schon probeißt. Bestätigen. Vitalität, Wahrnehmung, Wahrnehmung. Er sollte nämlich Wahrnehmung auf 20 bekommen, damit wir eventuelle mechanische Sachen finden. Sollte er doch, ne? Ja. Und Macht. Bestätigen. So, und jetzt springen wir durch das Loch und gucken, was da hinten bei der Tür war.